Hallo Martin hier, der Optionstrader-Risikohinweis, wie gesagt, die in meinen Videos und Webinaren geäußert, Analysen, Einschätzungen spiegeln oder meine Meinung wider und sind nicht als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Optionen oder Futures zu verstehen, weder explizit noch stillschweigen, eine Haftung etwaiger Verluste ist ausgeschlossen, hier nur zu Lernzwecken. Der DAX könnte in den nächsten 3 Tagen durchaus 300, 400 Punkte machen. Das ist die Optionswelt. Hat hier einige Signale gezeigt, ne, dass wir hier durchaus so in diesem Bereich noch reinrutschen können. Das ist das Monatscandle, also wir könnten deutlich roter werden. Wenn wir aber rot werden und auch auf Schlusskurs bleiben, wäre das für den Dezember ein mittelfristiges Long-Signal, weil wir außerhalb der Bollinger wären in einem schwachen Trend. Also sprich, wir würden dann da wieder reinrutschen, das auf jeden Fall. Also wir würden dann. Meistens ist dann das nächste Ziel erst die Mittellinie Bollinger, später natürlich auch das Äußere, aber das ist immer noch weit weg. Also das nächste Ziel wäre dann so diese zwischen 11, 2 und 12 in den nächsten Wochen, Monaten. Ja, das würde jetzt hier die Konstellation hergeben. Also seid vorsichtig in den nächsten 3 Tagen. Heute ist Dienstag, der 27. Also es kann sein, dass Mittwoch, Donnerstag, Freitag eine große Bewegung kommt. Das glaube ich aber nicht, dass es eine Art Crash ist. Das ist nur sozusagen Stops abgrasen. Denn ich glaube, dass der Donnerstag, der Dezember dann positiver starten sollte anhand der Gesamtkonstellation des Marktes. Viel Spaß!